reicht Ihnen das Licht noch? Oh, Sie haben ja welches mitgebracht. Ja, die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika sind enge Partner und Freunde. Und ich möchte zuallererst dem President-elect der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden, ganz herzlich gratulieren und natürlich auch der designierten Vizepräsidentin Kamala Harris. Mich freut besonders, dass in diesem hohen Amt jetzt zum ersten Mal eine Frau ist. Wir haben große gemeinsame Herausforderungen global zu bewältigen. Deshalb will ich ganz deutlich sagen, dass die Europäische Union bereit ist zu einer engen Zusammenarbeit mit der neuen Regierung und dem neuen Kongress. Es gibt sehr viel zu tun, aber wir können aufbauen auf einem guten Fundament der Freundschaft und der Partnerschaft. Erstens wird der Ton und die Umgangsart im Weißen Haus mit Joe Biden anders sein, positiver, konstruktiver. Wir werden wieder in einen Dialog gehen können, nämlich miteinander reden, einander zuhören und gemeinsame Lösungen finden. Und zweitens gibt es Themen, die uns beiden sehr am Herzen liegen und die globale Antworten erfordern. Ganz vorneweg der Kampf gegen den Klimawandel. Joe Biden erwähnt ihn konsequent in jeder seiner Reden zu Recht. Zweitens das Thema Technologie, Digitalisierung. Wie regulieren wir die Digitalisierung und wie ermöglichen wir Menschen den Schutz ihrer Daten und trotzdem die ganzen Möglichkeiten der netzbasierten Daten auszuschöpfen? Dann die regelbasierte Ordnung, die multilateralen Institutionen, die Welthandelsorganisation, die Weltgesundheitsorganisation, die dringend Reformen brauchen. Und hier brauchen wir Amerika, mit ihnen gemeinsam diese Institutionen auch wieder zur Wirkung zu bringen. Und das Thema Gesundheit. Die Bekämpfung der Pandemie schaffen wir nur gemeinsam global. Also große Themen, die vor uns liegen, alles Themen, die wir teilen und wo ich mich auf die Zusammenarbeit freue. Ein tiefes Gefühl der Zuversicht. Ich fand beeindruckend zu sehen, dass über diese ganzen Tage die Demokratie in den Vereinigten Staaten von Amerika einem echten Stresstest unterzogen worden ist, aber den hat sie bestanden. Und daraus schöpfe ich Zuversicht. Wir werden nicht da anknüpfen, wo wir 2016 die Gemeinsamkeiten verlassen haben, denn die Welt hat sich verändert, Amerika hat sich verändert und Europa hat sich verändert. Und wir wissen, dass wir auf einem Fundament von über 70 Jahren der Freundschaft und der Partnerschaft aufbauen, aber die Zeiten sind andere, die Pandemie prägt auch die Veränderungen dieser Welt. Das heißt, wir werden eine ganz neue Agenda miteinander schreiben. Es ist wichtig, dass wir auch im Handel wieder einen anderen Ton anschlagen und die gemeinsamen Interessen suchen. Es ist ja im Interesse beider Seiten, der Europäischen Union, aber auch der Vereinigten Staaten von Amerika, offene Märkte zu haben und den Handel voranzubringen. Ich kenne aber auch die Grenzen, die es dort gibt. Es hat Gründe gegeben auf beiden Seiten, dass das TTIP gescheitert ist. Hier sollte man sich keiner Illusion hingeben, aber viele andere Felder brauchen unsere gemeinsame intensive Zusammenarbeit. Die Europäische Union hat eine ganz klare China-Politik. Wir wissen, dass es Felder gibt, wo wir zusammen Partner sind, nämlich im Kampf gegen den Klimawandel, wo wir starke Wettbewerber sind und in heftiger Konkurrenz sind. Das ist der Marktzugang zum Beispiel auf dem Wirtschaftsfeld.
Und wo wir diametral andere Ansichten haben, das sind die Fragen der Menschenrechte. Ich gehe davon aus, dass die Vereinigten Staaten von Amerika auch ihre China-Politik konsequent weitertreiben werden, aber in einer anderen Tonart. Okay, danke. Ja, wir danken. Ade.